Es gibt kein richtig, kein falsch. Wenn man dann diese Idee verfolgt und vollkommen perfektioniert, dann ist man dann auch erfolgreich. Was ich empfehlen kann, ist vielleicht in jedem Fall die Ausbildung, die man genießt, dass man die zu 100% ausnutzt. Dass ich in diesem Markt, das ist schon Haifischbecken, also es ist einfach so, bestehen kann. Und zwar Haifischbecken weniger wegen der Konkurrenz, die direkte, sondern weil es so viele verschiedene Einflüsse sind. Es muss nicht unbedingt der Kollege sein, sondern es sind so viele Einflüsse, wo man sich ja stark machen muss. Es können auch Auftraggeber sein, das können also Komponenten sein, die erwartet man gar nicht. Wenn man es fachlich gerüstet ist, auf vielen Ebenen, ne, dass man offen ist, mal in der, ich sag mal, IT-Branche was zu lernen für einen Künstler. Ne? Und umgekehrt auch, also jemand, der technisch sich selbstständig macht, dass der mal in der Kunst sich ein kleines bisschen betut. Ne? Also, dass man den Geist öffnet. Das ist, glaube ich, dann ist man auch gewappnet für Widrigkeiten. Wie schaffen Sie das, so motiviert und positiv zu sein? Das ist so ein Geben und Nehmen. Also, ich merke, dass ich das, was ich gebe, dass ich das wiederbekomme. Ob das nun vom Universum ist oder von den Auftraggebern. Also ich spüre, dass ich gebe was und es kommt wieder.